Ja, wunderbar. Einen Sonntagmorgen, einen 25. Oktober. Morgen haben wir den 26. Oktober. Und wie alle natürlich in der Schule aufgepasst haben, sogenannte Schule, haben wir morgen ja den Nationalfeiertag, den Nationalfeiertag, je nachdem, wie man das betont. Ja, natürlich werde ich das ein bisschen erklären und erörtern. Grundlegend geht es natürlich jetzt um den Mai 55, also 55, wo halt einfach dann das Nazi-Diktatur einfach gewaltsam beendet worden ist, wäre ein eigenes Thema. Und damals die Siegermächte einfach auch natürlich Österreich besetzt haben und uns eigentlich, sage jetzt einmal, den sogenannten Staatsvertrag aufgebrummt haben. Das heißt, das haben sie eigentlich nicht wir entscheiden können. Sie haben dann auch quasi eine provisorische Marionettenregierung eingesetzt. Also das war jetzt nicht vom Volk legitimiert, durch Wahlen oder wie immer, das haben die Siegermächte vorgegeben. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie ist die Zweite Republik entstanden, ist es wirklich, wir haben natürlich aus dem Grund auch keine Verfassung, weil es nicht volksgebend ist, sondern ein Bundesverfassungsgesetz, da gibt es große Unterschiede. Und unter anderem ein Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes würde stehen, dass, also Österreich ist ein demokratischer Staat und die Macht geht vom Volk aus, bla bla bla. Ist nicht so wichtig. Natürlich waren das unsere Geburtshelfer, sie haben natürlich dann natürlich eine, wie soll man sagen, eine Regierung und auch dementsprechend eingesetzt und dementsprechende Personen in gewisse politische Ämter besetzt, die was natürlich auch loyal zu diesem System waren, was natürlich auch unter Anführungszeichen logisch nachvollziehbar ist. Ob es so demokratisch ist, ist ein eigenes Thema. Aber das will ich nicht reden. Gehen wir zurück quasi zum Nationalfeiertag. Sprich 10 Jahre später, wir waren ja 10 Jahre besetzt von den Siegermächten. Ich würde sagen, Siegermächte ist so eine, wie soll man sagen, so eine eigene Bezeichnung. Und die Siegermächte haben quasi diese erste, zweite Republik erschaffen, also mit diesem ganzen Staatsapparat und Bundesverfassungsgesetz, wie hier einfach regiert wird und so weiter. Und mittlerweile merkt man, dass dieses System, dieses politische System, was die Siegermächte bei uns installiert haben, mittlerweile wie ein Moloch ist, der was außer Kontrolle geraten ist. Man sieht eigentlich jetzt bei der Masken. Bei dem Thema Masken geht es ja nicht mehr um die Gesundheit der Menschen, das ist nie gegangen, sondern es geht nur um eine Machtdemonstration, sprich um eine Unterwerfung unter ein der Regierung, die was für mich einfach mittlerweile schon diktatorische Züge angenommen hat und wirklich jetzt bewusst eigentlich schon gegen das Volk regiert, sprich es sind ja bereits schon grobe Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Für mich ist das, würde ich sagen, ja. Es ist einfach eine Verbrecherbande. Mehr kann ich nicht sagen. Die Frage ist einfach, wie kann man das beenden? Das ist wichtig. Man merkt, das gerät immer mehr aus den Fugen. Die Macht wird immer mehr missbraucht. Es wird immer mehr Willkür ausgeübt und so weiter. Das ist mittlerweile offenkundig. Wie kann man das beenden? Es gibt natürlich die andere auch Möglichkeit, sage ich jetzt damit, durch Gewalt. Sprich durch einen Putsch, durch einen Volksaufstand und so weiter. Wobei ich persönlich sagen muss, das lehne ich ab. Aus welchem Grund? Natürlich, weil die ganze, was dann entstehen würde durch eine Revolution, wäre ja wieder nicht legitim gesetzlich. Das heißt, auch dieses neue System würde wieder auf wackeligen Beinen stehen. Es würden auch die Menschen, die sind akzeptieren, man einfach gewaltsam einfach diese Regierung geputscht wird. Was auch ein weiterer Nachteil ist, dass immer, wenn man in der Geschichte, in der Vergangenheit schaut, durch solche Aufstände, Volksaufstände, immer sehr viel unschuldige Menschen ihr Leben lassen haben müssen. Es sind auch sehr viele unschuldige Menschen hingerichtet worden. Das, was eigentlich gut ist. Das heißt, die Kollateralschäden wären sehr groß und auch die negativen Side-Effects. Aber es gibt einen ganz anderen legitimen öffentlichen, rechtlichen Weg. Und da braucht man nur den Staatsvertrag in der Originalfassung lesen. Bitte macht sich einmal das an und schaut sich besonders Artikel 4 an, Verbot des Wiederanschlusses. Und dort geht es darum, dass Österreich es und verboten ist, das ist eine Vertragsklausel, eine ganz wichtige, weder in wirtschaftlicher noch in militärischer Hinsicht irgendein Bündnis mit Deutschland einzugehen. So, was war die EU, die Gründung der EU? Da haben wir es.
Da kann es ihnen rechtlich auch sein, es ist im Endeffekt durch das Hinterdeal eine wirtschaftliche und auch militärische, ich würde sagen, Bündnis mit Deutschland, was uns verboten ist. So, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Bank einen Vertrag eingehe, einen Kreditvertrag? Ich möchte ein Auto, kann man es nicht leisten, gehe zur Bank, mache einen Vertrag, sie borgt mir was, sie belehnt mein Auto. Was ist, wenn ich meinen Vertragsverpflichtungen nicht nachkomme? Dann hat die Bank das gesetzlich legitime Recht, mein Auto zu konfiszieren. So, was passiert jetzt, wenn diese sogenannte Regierungskasperl, jetzt die was vollkommen verrückt worden sind, bewusst diesen Staatsvertrag gebrochen haben? Und der 26. Oktober erinnert euch daran. Die Siegermächte, die was für mich Befreiungsmächte sind, das heißt, die sollen uns endlich aus dieser Diktatur befreien. Wir merken, die Geschichte wiederholt sich. Wir merken, wir sind wie in der Ardennenoffensive in der letzten Schlacht. In der letzten Materialschlacht wird jetzt gegen das eigene Volk gekämpft und eine längst überflüssige Regierung, die was schon längst abdenken hätte sollen, versucht sich nur künstlich an die Macht zu putschen und mit sinnlosen Gesetzen und Verordnungen und so weiter. Die Frage ist, wie lange werden die Siegermächte noch zuschauen, sprich unsere Befreier? Der Vertrag ist gebrochen, somit haben die Befreier, sprich hauptsächlich rede ich da von Putin und Russland, das legitime Recht, hier wieder einfach auch eine Militärregierung einzusetzen, die verantwortlichen Politikmarionetten vor ein Militärtribunal zu stellen. Dort werden sie ihre gerechte Strafe für ihre gröbsten Menschenrechtsverletzungen und so weiter bekommen. Sprich, auch Militärgerichte sprechen auch Hinrichtungen aus. Es wird wieder einen neuen Nürnberger Prozess geben, ob er in Nürnberg stattfindet oder nicht, das weiß ich nicht, wo die verantwortlichen Politiker, die was bewusst Maßnahmen gesetzt haben, um Menschen wirklich zu ruinieren, ihre Menschenrechte einzuschneiden, aufs Gröblichste zu verletzen, werden dort vor ein Militärtribunal abgerichtet und abgeurteilt, sprich auch Todesstrafe. Darum sage ich, man kann wirklich jetzt darauf vertrauen, sage ich, vertraue dem Plan, das Recht und die Gerechtigkeit und die Wahrheit wird siegen. Und auch diese Ära, ja, wo jetzt wirklich die Regierungen uns im Endeffekt nur mehr drangsalieren und unterdrücken, statt einfach weise über uns Entscheidungen zu treffen, auch diese Ära wird zu Ende gehen. Und die Uhr tickt. Und alle, die was wirklich jetzt bewusst Verordnungen unterzeichnen und auch da Mittäter und Mitläufer sind und Dinge und Gesetze und Verordnungen verabschieden, die was gegen die Menschenrechte, gegen die Gesundheit, gegen die Freiheit, gegen die Demokratie gerichtet sind, werden vor ein Militärtribunal gestellt. Und ich hoffe bald vor ein russisches, vielleicht sogar vor ein chinesisches und so weiter. Aber wichtig ist, wir selber sollten nicht Hand anlegen, weil durch Gewalt entsteht wieder Gewalt, sondern wandern sollte es rechtlich legitim sein. Und diese legitime Rechtsgrundlage ist seit Beitritt der EU schon geschaffen. Und somit sage ich nur, freue mich schon, wenn der Tag kommt und wirklich jetzt russische Militärs einfach auch hier endlich für Sauberkeit und Ordnung sorgen und einfach wieder dann, ja, uns von diesen Tyrannen einfach befreien. Und somit kann ich den 26. Oktober im Endeffekt schon feiern, im Hinblick auf das zukünftige Eicherzeit, ihr Politikmarionetten, ist bald zu Ende.